zusammengemischt. Was ihr noch braucht, ist auf jeden Fall ein Stielkamm und auf jeden Fall ein, zwei Klammern und ganz, ganz wichtig, Alufolie. Wenn ihr noch ein bisschen unsicher seid oder das Ganze vielleicht noch nicht so oft gemacht habt, dann würde ich euch auch immer raten, vielleicht Handschuhe anzuziehen. Ich habe mittlerweile ein bisschen Routine drin und mache das Ganze halt so und habe jetzt auch in der letzten Zeit erfahrungsgemäß, selbst wenn da ein bisschen Blondierung drauf kam, keine Probleme mit der Haut gehabt. Deswegen ja, mache ich das einfach ein bisschen riskanter, würde euch aber trotzdem raten, da Handschuhe anzuziehen. Ja, und dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Und zwar fange ich immer an den Seiten. Dafür nehme ich den Stielkamm. Und ich habe gerade auch Tapes drin. Das heißt, da müsst ihr am besten auch gucken, wenn ihr auch Extensions habt, dass ihr vielleicht da anfangt, wo die Extensions nicht gerade sind. Also quasi, ich würde jetzt hier anfangen. Dann die Extensions-Reihe quasi auslassen und ja, hier seht ihr schon, dass ich hier schon ganz lange keine Strähnchen mehr gesetzt habe, würde ich jetzt aber gerne wieder. Die Haare haben sich, glaube ich, ein bisschen beruhigt. Wie ich verfahre, ich ziehe erstmal den ganz geraden Strich hier hinten. So, klemme mir die Haare hier hinten fest. Noch einen relativ dünnen Strich abtrennen oder Teil. Und mit dem Stielkamm dann relativ lässig so ein paar kleine süße Strähnen hier in so einer, ja, in so einer Aufwärtsbewegung raus. Kämmen heißt es, glaube ich. Im Fachjargon, ich bin keine Friseurin, ne? Wollte ich euch nur mal dazu gesagt haben. Ich bin einfach nur sehr experimentierfreudig und ich habe tatsächlich auch schon öfter mal was verkackt. Aber ja, man lernt aus Fehlern, ne? So, jetzt nehme ich quasi hier eine Alufolienstreifen, lege das hier so an, nehme dann den Pinsel mit der Blondierung und gehe ganz easy going hier so ran. Tatsächlich nicht bis zum Ansatz, also wirklich so ein bisschen wellenmäßig auch und bis, ja, bis zur blonden Grenze. Über die blonden Strähnen gehe ich tatsächlich nicht, weil da ist es ja schon blondiert. Ich habe ein bisschen Angst, dass die dadurch verbrennen, weil es ist ein 6% Entwickler, das ist schon ziemlich stark. Genau, deswegen quasi nur über die dunklen Stellen. Und jetzt mache ich quasi das Ding zu. So. So. Und so. Was ich jetzt immer noch mache, ich nehme immer ein Stück hier und lege das hier drunter, damit, falls die Farbe quillt, und das macht eine Blondierung grundsätzlich immer, damit das auf meine restlichen Haare nicht abfärbt, weil das wird dann echt schnell fleckig. Das hatte ich nämlich auch schon mal, war nicht so geil. Ja, und dann kommt tatsächlich die nächste Strähne. Hier sind jetzt wieder Extensions. Und hier wieder nicht. Ja, versucht hier immer so relativ gerade zu sein. Mit Extensions ist es jetzt natürlich gerade ein bisschen schwierig. Hätte ich keine drin, wäre das so viel einfacher. Aber es ist nun mal, wie es ist.
und ich will meine Haare gerade ein bisschen heller haben. Deswegen mache ich das eben so. Jetzt kommen wir auch schon oben an. Das ist dann quasi die letzte Strähne von hier. Also ich mache da wirklich nicht viele, damit meine Haare eigentlich so schonend wie möglich aufgehellt werden, dass es immer nur so ein ganz leichter Effekt ist, weil ich möchte tatsächlich am liebsten eigentlich meine Naturhaarfarbe rauswachsen lassen. Das funktioniert auch ganz gut an einigen Stellen hier, aber trotzdem nervt mich das, wenn hier so ein Balken einfach zu sehen ist. Deswegen... ja, deswegen die Strähnen auch nur so ganz, ganz, ja, sporadisch setzen, ne? Jetzt kommen wir hier oben an. Das gleiche Spiel von vorne. Jetzt müsst ihr natürlich ganz besonders darauf achten, weil das ist die oberste Schicht. Das ist quasi der Mittelscheitel, den ich normal halt immer sichtbar trage. Das heißt, hier darf es halt auf gar keinen Fall verkacken. Und ich muss dann auch noch gucken, dass ich den Pony, also quasi für dieses Face Contouring, dass ich den mit einwebe. Ohne dass da zu viel mit eingewebt wird. Es ist ein bisschen tricky tatsächlich, muss ich echt sagen, aber eigentlich funktioniert es ganz gut bis jetzt. Also einfach weben. Sind quasi die Strähnen am Ende, die ihr dann blond sehen werdet, hoffentlich. Das Face Contouring, dass ich den mit einwebe, ohne dass da zu viel mit eingewebt wird. Ist ein bisschen tricky tatsächlich, muss ich echt sagen, aber eigentlich funktioniert es ganz gut bis jetzt. Also einfach weben. Sind quasi die Strähnen am Ende, die ihr dann blond sehen werdet, hoffentlich. Übrigens auch immer ganz wichtig, für mich ist das irgendwie immer ganz logisch, aber die Folien müssen wirklich immer so breit sein, dass die ganze Strähne ohne Probleme drauf passt, ohne dass die hier rausguckt hinten oder so, dass man die noch umschlagen kann. Ganz wichtig. Und es müssen immer gerade Strähnen abgeteilt werden. Also es darf nicht zackig sein, es darf nicht schief sein, weil sonst ja, habt ihr einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es fleckig wird, ist einfach zu groß sonst, ne?
Und ihr seht auch hier wieder, ich habe die blonden, den blonden Part einfach nicht mit eingestrichen, weil ja, so, ich habe schon oft gehabt, dass meine Haare, wenn ich die zu oft blondiere nacheinander und dann auch noch die blonden Strähnen blondiere quasi, dass die halt abbrechen, weil die verbrennen, weil es einfach viel zu viel Chemie auf dem Kopf ist. Auch wenn ich die pflege, aber das passiert halt einfach, ne? Ja, deswegen auch hier wieder einpacken das Ganze. So. Ja, die ersten fallen hier raus. Ist aber nicht schlimm. Tatsächlich heißt es einfach nur, dass da nichts zum Drankleben war. Das heißt, die Blondierung quillt noch nicht so krass. Deswegen alles cool. Hier aber auf jeden Fall dazwischen legen. Man weiß da nie, ne? So. Perfectly. Ja. Und jetzt zur nächsten Seite. Tatsächlich nehme ich dafür einen Spiegel und stelle den hier quasi hinten an. Seht ihr das? Ja. Ja, und jetzt schaue ich quasi durch den Spiegel in den Spiegel, um an meinen Kopf zu kommen. Und das ist koordinatorisch gesehen also wirklich so, so schwierig hinzukriegen. Friends, wir schauen jetzt mal ganz kurz, wie weit die Blondierung ist. Eigentlich ist es am wichtigsten, hinten zu schauen, weil da müssen die hell genug sein. Vorne sind die auf jeden Fall schon weiß, das sehe ich. Aber hier hinten muss ich noch mal gucken. Ja, scheint ordentlich weiß zu sein auf jeden Fall. Sehr gut. Das heißt, wir können das Ganze jetzt runterwaschen. Hier auch. Mega gut. Richtig, richtig schön. Weiß. Kein Gelbstich, nothing. Das ist immer das Wichtigste. Übrigens ist ein großer Fehler, wenn man blondiert und die werden am Ende, auch wenn man die halt schon 30 Minuten drin hatte, werden die so gelb. Heißt, dass das Blondierungspulver zu schwach ist. Das hatte ich tatsächlich auch mal. Das, wenn ihr euch sowas besorgt, dann fragt auf jeden Fall die Verkäuferin, was da ein starkes Blondierpulver ist. Meistens sind diese blauen Blondierpulver sehr, sehr stark. Das von Igora zum Beispiel ist weiß und das ist sehr schwach. Das nimmt man wahrscheinlich eher so für, ja, für so ganz softe Ergebnisse, aber für mich ist das tatsächlich halt einfach zu soft und deswegen brauche ich immer so ein sehr starkes. Ja, jetzt heißt es eigentlich nur noch alles entfernen und dann erstmal Haare waschen. Und dann kommt der wichtigste Teil, die Pflege. So, yes. Mega gut, mega gut. Sehr schön. Alles entfernen. Boah, das Zeug stinkt so widerlich, ne? Aber ja, muss man durch. So, also gerade hier zum Beispiel könnt ihr eigentlich sehen, wie schön klar das Ergebnis geworden ist. Also die Strähnen sind richtig gut geworden. Mega, bin zufrieden auf jeden Fall. Gerade hier so. Ja, und das sollte im besten Fall am ganzen Kopf genauso sein. Und jetzt heißt es eigentlich nur waschen. Erstmal. So, ich habe jetzt die Haare gewaschen. Also ich habe die zweimal gewaschen, damit wirklich alles raus ist. Jetzt habe ich einmal diese Maske hier von Coco Loco. Ist eine Kokosnussmaske für die Haare. Und dann hier die von El Vital.
Color Glanz, die Purple Maske zusammengemischt und das komplett in meine Haare getan und lasse das jetzt ungefähr 5 bis 10 Minuten einwirken, damit die Haare wirklich nochmal ordentlich Pflege kriegen, weil die ja gerade heftig strapaziert wurden und die Deep Purple Maske ist einfach nur so ein bisschen zum Abmattieren, damit dieser Gelbstich auch garantiert nicht durchkommt und das lasse ich jetzt, wie gesagt, im Handtuch ungefähr 5 bis 10 Minuten, damit einfach auch Wärme ein bisschen entwickelt und ja, dadurch werden nämlich die Haare geöffnet und dann dringt die Pflege tatsächlich noch ein bisschen doller ein. So ihr Lieben, ich habe das Ganze jetzt ausgewaschen. Jetzt ist es mittlerweile schon relativ dunkel, das heißt, ich kann das Ergebnis glaube ich erst morgen zeigen, aber dafür dann komplett gestylt und wunderschön hoffentlich.